Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht heißt unser Thema Gerüche, nicht Gerüchte, falls ihr das hier versehentlich falsch lesen solltet. Gerüche. Ich möchte mich mit euch über Geruch und Gerüche unterhalten. Was war bisher so in eurem Leben ein Eindruck, der übelste Geruch, der ekelhafteste Geruch, den ihr überhaupt je gerochen habt, eingesogen habt? Und was war bisher der schönste Geruch? Und was war der geilste Geruch? Auf welche Gerüche steht ihr in Sachen Erotik und Sex? Also, ich bin gespannt. Thema Gerüche, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Was war der unangenehmste Geruch, der euch bisher widerfahren ist, und in welchem Zusammenhang ist er euch widerfahren? Was ist da passiert? So, jetzt habe ich einen Herr oder eine Frau Uli hier, 25 Jahre, hallo. Hallo. Eine Frau. Uli? Ja, richtig. Ja, bei Uli weiß man das ja so genau. Ja. Bei mir ist es momentan ziemlich unangenehm, weil ich habe halt eine Freundin, mit der bin ich seit 1,5 Jahren zusammen, und wir beide stehen halt sehr auf Oralverkehr. Und seit einiger Zeit riecht sie halt ziemlich unangenehm. An der entsprechenden Stelle? Ja, im Genitalbereich. Ja. Halt extrem. Ja. Und das habe ich ihr dann halt auch gesagt. Und sie hat dann halt gesagt zu mir, also sie kam da erst nicht mehr so klar mit, und dann hat mich das aber auch nicht weiter gestört, weil ich ja mehr an ihr als Person interessiert bin als alles andere. Aber seit einiger Zeit versucht sie mich halt ziemlich zu verarschen, indem sie halt jedes Mal, kurz bevor wir zur Sache kommen, duschen geht, und das turnt dann schon ziemlich ab. Hilft das Duschen denn wenigstens? Ja, das schon, aber das schon. Die Lust geht dann... Ist mir schon klar. Naja, es gibt ja so Extremgerüche, die man auch gar nicht durch viel Waschen und Duschen wegkriegt. Dann bin ich ja schon mal beruhigt, dass eine ordentliche Waschung beseitigt den üblen Geruch. Aber ich verstehe schon, dass dir das natürlich dann die ganze Erregung nimmt, wenn die Freundin erstmal ins Bad geht und sich schrubbt und dann wiederkommt. Wie ist denn das denn überhaupt? Dann kommt sie wieder und du liegst dann noch entblößt im Bett, und wie geht's dann weiter? Ja, also sie kommt dann wieder und sie macht mich dann also schon ziemlich an, würde ich sagen. Und ich finde das dann natürlich immer ziemlich doof, weil sie dann ja auch noch ziemlich aufgewärmt und so weiter und so fort. Und nass gar noch. Also die ganze Lust ist dann praktisch verschwunden. Ja. Wie lange nass ist sie unter Umständen noch? Wie lange geht sie denn duschen? Ist ja auch eine wichtige Frage. Ja. 2 Minuten oder 10 Minuten? Nee. Also dann schon eine halbe Stunde. Wie bitte eine halbe Stunde? Und du Arme liegst da auf und erregt, und sie lässt dich warten, eine halbe Stunde? Das ist ja schon eine Provokation, ne? Das ist eine Provokation. Ja, ich denke, sie will mich wirklich verarschen damit, weil nachdem ich ihr das wirklich gesagt habe, macht sie das wirklich permanent. Was ja eigentlich gar nicht so nett ist. Ist doch okay, dass du... Es ist doch wirklich nett und okay, dass du es gesagt hast, wenn du damit nicht zuhande kommst. Dann ist diese Verarscherei eigentlich nicht so in Ordnung, finde ich. Genau. Ne? Musstest du mal durchatmen. Ja, das sehe ich eigentlich ganz genauso. Aber das heißt, Uli, du musst mit ihr von Frau zu Frau nochmal reden. Dass du sagst, naja, okay, komm, lass uns die Verarscherei sein jetzt und dusch dich vielleicht eine Stunde vorher, bevor wir dann zusammenkommen. Ja, aber ich denke, sie fühlt sich wirklich ziemlich gekränkt in ihrer Eitelkeit, indem ich ihr das gesagt habe. Die Leute sollen davor sein, wenn man es denen sagt. Ich bin ganz dankbar, wenn mir jemand sagt, hey, Domian, du hast Mundgeruch, dann mache ich was dagegen. Es ist doch viel besser, als wenn man von den anderen einfach nur so, oder es wendet sich jemand ab von einem, nur weil man in irgendeiner Weise unangenehm riecht. Ne? Das gehört ja eigentlich zur Freundschaft dazu, dass man solche Sachen auch sagt. Also, ran an das Mädel und sag ihr, hier komm, stell dich nicht so an, ich hab's nett gemeint, und geduscht wird vorher, und dann geht's Rambazamba ab im Bett mit uns beiden. Hä? Uli. Ja. Ja, Uli ist nicht so ganz überzeugt von dem, was ich sage.
Ja, ich weiß nicht. Also das läuft halt alles nicht mehr so wie vorher, das Ganze. Ja. Und ich komme mir da auch schon ziemlich doof bei vor, wenn sie dann halt kommt und versucht mich anzutören und ich dann halt die ganze Zeit gewartet habe und nichts passiert ist. Ich meine, das ist jetzt so ein lockeres Thema. Ich weiß ja nicht, ob es da noch andere Probleme in und um eure Beziehung herum gibt. Das müsst ihr natürlich... Überhaupt nicht. Es gibt keine anderen Probleme, außer... Dann sage ich euch aber, Mädels, stellt euch nicht so an. Dieses ist kein Grund, dass man Spannungen in die Beziehung kriegt. Das musst du ihr auch so sagen, finde ich. Liebe Uli. Ich denke, sie wird das mitbekommen haben. Ach, sie hört uns zu oder sieht uns zu. Ja, tut sie. Also, weil das kann ich ja nicht anders klar machen. Also ich wollte erst einmal so klar machen und ist klar, ich verstehe. Denke, die Meinung ist jetzt mal gut vertreten. Also liebe Freundin von Uli, nimm's mal nicht so tragisch. Das ist sehr nett, dass die Uli dir das gesagt hat. Und ich will ja, dass ihr beiden Mädels so richtig Spaß wieder im Bett miteinander habt. Und das geht nicht, wenn du dann eine halbe Stunde duschen gehst zwischendurch. So, ich hoffe, das hat jetzt gewirkt und wünsche euch beiden viel Spaß und alles Gute. Tschüss, alles klar. Tschüss, Uli. Da kreischt sie eine, die eine im Hintergrund. Lustig, lustig. Oliver, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja. Grüß dich. Ja. Zum Thema Gerüche, auch du. Ja, auch du. Gerüche, ja, die Gerüche der Toten. Die Gerüche der Toten? Ja, ich habe ein Praktikum letztes Jahr im Oktober gemacht. Mhm. In einer Psychiatrie. Und darunter war auch eine Leichenhalle. Und dort habe ich Nachtwache gemacht. Na, das klingt mir aber jetzt sehr nach Spielfilm. Bitte? Das klingt mir jetzt aber sehr nach Spielfilm. Nach Spielfilm? Ja, es gibt doch so einen Film. Wie heißt der noch? Nein, überhaupt nicht. Also nach einem Film ging es überhaupt nicht, nein. Also ich fand, der Job war... Was war denn das, lass mich fragen, was war denn das für ein Praktikum? Das war einfach ein Schnupperpraktikum. Ich will eigentlich Medizin studieren. Mhm. Bist im Moment noch Schüler? Bitte? Du bist im Moment noch Schüler. Ich bin im Moment noch Schüler, ja. Mhm. Und willst Medizin studieren und hast ein Schnupperpraktikum gemacht. In dieser Psychiatrie. In dieser Psychiatrie. Und die haben dich dazu verdonnert, auch Nachtdienst zu machen, was ich sehr komisch finde, dass man einen Praktikanten zum Nachtdienst verdonnert, wo die Toten liegen. Das wollte ich. Das wolltest du? Ich habe mich verdonnert, das wollte ich. Ich wollte das mal kennenlernen. Und dann, wie lange dauerte dieses Praktikum eigentlich? 4 Wochen. Eigentlich sollte es 8 Wochen gehen, 2 Monate. Mhm. Aber ich habe es nur 4 Wochen gemacht. Und du warst 4 Wochen auf dieser Totenstation? Nein, 4 Wochen. Nach 4 Wochen habe ich den Sack zugemacht, weil mir das einfach zu krass wurde. Gut, aber die Frage war, wie warst du 4 Wochen auf dieser, hast du 4 Wochen Nachtwache gemacht? Nein, nicht an ein Stück. Das ging immer, also eine Woche Nachtschicht, dann eine Woche wieder frei zu machen. Aber hör mal, nochmal mit Verlaub, was ist denn das für ein Praktikum, wenn du Medizin studieren willst, wenn du die Hälfte der Zeit Nachtschicht machst und die Toten bewachst? Ja, frag mich nicht, wie ich auf diesen Trichter gekommen bin. Ich bereue es eigentlich mittlerweile auch. Also ich habe es bereut danach, ne, weil ich wollte einfach nur mal testen, wie weit ich an meine Grenzen gehen kann. Gut, also mich wundert, dass diese Klinik das mitgemacht hat, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt erzähl mal, du hast gerade gesagt, der Geruch der Toten. Ja, in dieser Leichenhalle roch es einfach halt irgendwie, wie soll ich das jetzt sagen, also es muss meiner Meinung nach, muss das der Geruch vom toten, kalten Fleisch gewesen sein. Die wurden ja mit solchen Ölen einbalsamiert oder wie man das auch immer nennt. Moment, du warst in der Psychiatrie, da gibt es doch keine Leichenhalle. Doch, gibt es. Ja, da werden vielleicht Leute mal ein paar Tage aufbewahrt, aber doch, wie viel lagen denn da? Ja, klar waren das nur ein paar Tage. Wie viel lagen denn da? Also das meiste, was ich miterlebt habe, das waren 6 Leute. Mhm. 6 Leute. Mhm. Ne? Und wie hat man sich das vor? Da war auch eine Pathologie, alles mit bei, weil ungefähr, sage ich jetzt mal, 50 Meter nebenan, war ein großes Krankenhaus, ein stinkwurz normales Krankenhaus. Mhm. Mhm. Okay, ne, dann kann ich ja sagen. In einem Ding. Ne, da war auch gleich Friedhöfe waren da auch und sowas. Alles. Das war alles in einem da irgendwie. Ne? Also lag alles ziemlich nah nebeneinander und... Wie sah denn dieser Raum denn aus, in dem die Toten lagen? Ja, es waren so eine Art Klappbetten sah es aus. Ne? Also eine ganz normale Pritsche, sage ich jetzt mal. Und da lagen die drauf. Mhm. Ne, zugedeckt mit so einem weißen Laken oder was auch immer das sein gemacht sein mögen war. Und ist mir auch, also ich habe mich da nie so richtig rangetraut. Ne? Und warum lagen die da? Warum die da lagen? Mhm. Ja, weil die wurden meistens
wenn da welche da lagen, dann wurden die meistens, ja, 2-3 Tage später wurden die weggebracht. Mhm. Entweder beerdigt oder die wurden dann rübergebracht in so einem anderen Saal. Da war ja auch gleich die Pathologie. Dann wurden die da wohl aufgeschnibbelt und sowas. Und da ich kann mich das Gefühl nicht erwehren, dass mir das irgendwie ein bisschen seltsam klingt, was du erzählst. Es klingt wirklich seltsam. Es haben ja auch einige Freunde damals mich abgekauft, dass ich das gemacht habe, weil ich ja dann extra in einer anderen Stadt gewesen bin, ne? Wie in einer Stadt? Du bist? Ich wohne, offiziell wohne ich hier in der Nähe von Paderborn. Mhm. Und das Ganze war in Berlin. Mhm. Mhm. Ne? Und du gehst für ein 4-wöchiges Praktikum oder 8-wöchiges Praktikum nach Berlin? Mein Vater wohnt in Berlin, deswegen. Ach so. Und ich wollte mal wieder ein bisschen was von meinem Vater haben, aber das hätte ich auch mir ein bisschen anders vorstellen können. Also, und dann hast du diesen Geruch gerochen, der dort unten vorhanden war, wie auch immer. Ja, überhaupt. Und das, die ganze Atmosphäre einfach da. Also überall verschiedene Gerüche eigentlich auch. Mhm. Ich habe selbst diesen Raum gesehen, wo zum Teil, ne, die Körperteile aufgehoben worden ist, wenn da mal... Oliver, pass mal auf. Wir müssen dieses Gespräch jetzt abbrechen, weil ich ganz verspannt bin, weil ich kann dir das nicht glauben. Ich kann dir nicht glauben, dass du als kleiner Bengel von 17 Jahren, der mal eben... 18. Ja gut, oder 18 Jahre, der mal eben Praktikum macht, dass der gleich in so einen Job reinkommt und da Nachtwache macht und dass die da alle so aufgebahrt liegen, diese Leichen, wie man das wirklich in Spielfilmen kennt. Ja. Vielleicht tue ich dir jetzt Unrecht, dann bitte ich mich zu entschuldigen. Aber wir lassen es mal ganz einfach, weil ich kann mich nicht ganz so ernsthaft mit dir unterhalten. Okay, akzeptierst du es auch? Okay, dann beweis es mir und wir unterhalten uns nochmal. Aber jetzt müssen wir das Gespräch leider abbrechen, okay? Alles klar. Okay, tschüss. Rolf, 48 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domi. Hallo, Rolf. Thema Gerüche, auch bei dir. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Sendung, die ist super. Dankeschön. Thema Gerüche, unangenehme Gerüche. Ich habe für eine Müllentsorgungsfirma mal auf einem LKW gestanden, als Kipper. Oh ja. Und wir fuhren die Geschäfte oder sonst was an, haben die Container leer gemacht, unter anderem auch sehr viele Metzgereien. Mhm. Und es war schlimmer als schlimm, wenn wir die Metzgereien angefahren haben und das Fleisch da abgeholt haben, das verfaulte Fleisch oder... Also die Reste so, ne, die übrig geblieben waren. Was im Zersetzungsstadium war. Genau, ja. Und wie sah das denn aus? Ja, das konntest du nur riechen. Ich habe da kein Interesse dran gehabt, da reinzugucken. Mhm. Ich meine, ich wollte darauf hinaus, waren da schon Würmer? Ja, Würmer waren schon alles drin. Und wenn der Wagen voll ist, du fährst den ganzen Tag mit dem Wagen spazieren, bis der voll ist, dann fährst du irgendwo eine Mülldeponie an, wo das Zeug abkippen tut. Mhm. Und da war das Allerschlimmste, was mir je passiert ist. Ich war 6 Wochen bei der Firma und habe dann von selbst aufgehört. Wir sind auf die Müllkippe gefahren, da fährt der LKW ran bis zur Abkippstelle. Mhm. Und dann müssen wir entriegeln, den LKW, damit er abgekippt werden kann und so weiter und so fort. Und dabei habe ich Brechreiz gekriegt auf der Mülldeponie im Sommer. Mhm. Das glaube ich. Die waren unangenehmer als unangenehm. Mein Arbeitskollege, der merkte das, der dem LKW gefahren hatte. Mhm. Und der hat das 3-4 Mal, bin ich dann mit auf die Kippe. Und jedes Mal hatte ich diesen Brechreiz gehabt, ne? Mhm. Kannst du nur, ich weiß, wie schwer es ist, Gerüche zu beschreiben. Eigentlich gibt es ja keine Worte für richtige Gerüche. Dennoch versuch's mal. An was hat dich dieser Geruch erinnert? Es war ein bestialischer Gestank, der beißend in der Nase war. Mhm. Es kam von der Kehle aus, kam nur noch das Würgen hoch und so weiter und so fort. Mein Kollege, der merkte das, der hat dann gesagt, komm Rolf, bleib du vorne bei dem Pförtner, ich mach das alleine. Ne? Mhm. Und du hast deshalb, weil du diesen Geruch nicht aushalten konntest, hast du das aufgehört. Ich habe auch, teilweise war das überwiegend nur Würgen, aber irgendwann kam dann der Punkt, dann ging es auch in Brechen. Wie war das denn, wenn du dann nach Hause kamst? Wie lange hast du den Geruch in der Nase gehabt? Unbeschreiblich. Also es verfolgte mich auch teilweise nachts, nicht regelmäßig. Also du hattest den Geruch den ganzen Abend oder die Nacht in der Nase. Und da hilft auch kein Duschen und kein Nase ausspülen, man hat es einfach drin. Ne? Das haben mir auch schon Leute erzählt, die mit Leichen arbeiten, Bestatter oder so. Ich sehe deine Sendung sehr oft und habe das auch sehr oft schon miterlebt, wie die Leute darüber gesprochen haben. Also ich würde sagen, es kommt von dem verwesenen Geruch von den Tierkadavern und so weiter und so fort. Und das wird dann alles auf der Deponie abgekippt und da ist also... Also ich glaube, wir können es alle erahnen, was du da gerochen hast.
Auf jeden Fall hat es so weit, hat es dazu geführt, dass du den Beruf drangegeben hast und was anderes gemacht hast. Ja. Und heute machst du etwas, wo es nicht stinkt. Ja, ich bin zurzeit arbeitslos. Also ach so. Aber es hat nicht mehr gestunken. Gut, Rolf, alles Gute, auf Wiederhören. Ja, ich wünsche dir noch viel Erfolg bei deinen Sendungen. Dankeschön, vielen Dank. Ich verfolge sie ja regelmäßig. Das ist prima, ich denke immer an dich. Jo, tschüss, Rolf. Jo. Christian ist dran und Christian ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, richtig. Hallo Christian. Hallo Domian. So, wir unterhalten uns über schreckliche Gerüche, geile Gerüche, schöne Gerüche. Bei mir geht es ja eher um schreckliche Gerüche. Ja, erzähl. Okay. Als kleiner Junge, das war zwischen 0 und 7, kann ich bald sagen, ja, habe ich halt bis 7 Jahre in die Hosen gemacht. Ja. Ja, und meine Mutter war es irgendwann leid. Hat alles versucht, wir sind auch bei zig Orthopäden nicht, Pädagogen und so, Sozialarbeiter gewesen, aber es gab kein Mittel. Mhm. Ist eine lange Zeit, ne? Wenn man bis 7 in die Hose macht? Ja, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Auf jeden Fall hat sie von Nachbarn gehört, dass das bei Hunden, also nicht, dass sie denken, meine Mutter ist irgendwie so ein dass sie war eine gute Mutter zu mir. Ja, ja, ich ahne jetzt, was du erzählst, aber erzähl's. Bei Hunden macht man das ja so, vielleicht wissen sie es auch, das weiß ich nicht. Man drückt die Nase von den Hunden in den eigenen Kot. So habe ich es mir erzählt. Und dadurch gewöhnt man den das ab, überall hinzuscheißen. Genau so, ja. Ja, das hat sie gehört und gut, ich kann verstehen, dass sie ein bisschen fertig war, weil ich es bis 7 nicht hingekriegt hatte. Da hat sie, weil ich meine vollgemachten Unterhosen immer versteckt hatte, weil mir das ja auch peinlich war. Sie wusste das zwar, aber ich wollte halt... Wo hast du die versteckt? Und hallo! Ja? Wo hast du die versteckt? Im Keller. Im Keller. Unter der anderen dreckigen Wäsche. Mhm, Ich verstehe die nicht so gut, tut mir leid. Ja, nee, die Leitung ist nicht so besonders gut. Also du hast die versteckt im Keller, die anderen, die vollgemachten Unterhosen. Richtig, und dann hat sie irgendwann die voll gehabt und hat sie mir diese vollgemachte Unterhose halt über den ganzen Körper, aber ich hatte ja noch Klamotten, dann auf jeden Fall durchs Gesicht auch. Und das war das auch, was richtig durchgezogen. Nicht geschlagen, aber halt einmal so rübergewischt richtig. Seitdem kann ich diesen Kotgeruch nicht mehr leiden. Ich kann nicht auf Toilette gehen. Ich habe immer so eine Flasche Febreze bei mir. Aha. Die sprühe ich dann. Ja. Und wenn ich nicht auf Klo gehe, so vor mir her, bis alles voll ist und ich dies nicht mehr riechen muss. Weil ich muss ja auf Toilette gehen. Christian, wie oft hat die Mutter das denn mit dir gemacht? Einmal. Einmal nur. War's auch vorbei. Und dann hast du nicht mehr in die Hose gemacht? Danach habe ich nicht mehr in die Hosen gemacht. Also es hatte seine direkte Wirkung, aber eine üble... Ja, aber ich bin aber eine üble Nachwirkung, diese Leitung war mich wahnsinnig. Aber eine üble Nachwirkung bis heute, ne? Eben. Ja. Das ist richtig. Ja. Aber auch eine negative Nachwirkung. Ja, das meine ich, natürlich, ja klar. Ja, ja. Hast du heute, lebst du noch bei deiner Mutter? Hast du noch Kontakt mit ihr? Ich lebe zu Hause, ja. Nimmst du ihr das sehr übel, dass sie das so gemacht hat? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich verstehe das wohl. Dass es ziemlich belastend sein muss. Ja, wenn das Kind 7 Jahre noch in der Hose macht, wir kommen nicht aus der Stadt, wir wohnen auf so einem Dorf und war ja schon in der Schule und das ging ja rum dann, die ganzen Mütter mit den Kindern. Klar, aber es ist auch eine sehr krasse pädagogische Maßnahme, ne? einem 7-jährigen Kind, auf gut Deutsch gesagt, die Scheiße ins Gesicht zu schmieren. Ne? Ja, ja, nein, aber sie hat ja vorher versucht, pädagogische Maßnahmen zu ergreifen, nicht? Also du nimmst es ja gar nicht so übel. Du nimmst es ja gar nicht so übel. Nee, wirklich nicht. Bloß halt diese Nachwirkungen jetzt, sag ich mal. Ich kann das nicht. Einmal, also ich habe auch schon mal eine Freundin gehabt, ne? Und wenn man so intim wird, ja, sagen wir auch so im Unterleibsbereich, ja, und dann riecht man das, ja, dann bekommt man immer ein Übel, totaler Brech rein, ja. Also nicht nur jetzt speziell bei meiner Freundin, sondern generell, wenn ich Kot rieche und wenn man nicht so sauber ist, riecht es vielleicht manchmal danach. Das heißt, dass alles, was bei dir selbst passiert, wenn du auf die Toilette gehst, das geht nur mit Spray und indem das ganz schnell abgewickelt wird alles. Das geht ruckzuck bei dir immer. Das geht ruckzuck, ja. Also du bist nicht jemand, der schön gemütlich, wie man das ja schon mal so hört, Zeitung liest und irgendwelche solche Sachen macht. Ja, auch schlimm eigentlich, auch schlimm. Na gut, Christian, danke für deinen Anruf und alles Gute. Alles klar. Tschüss. Ciao. So, jetzt hoffe ich, dass ich eine bessere Leitung kriege. Wenn wir immer so parallele reden, das macht mich immer ganz jeck, wenn man gar nicht richtig miteinander reden kann. Adrian, 19 Jahre alt. Hallo. Ja, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Domian, ich habe seit einem Jahr eine Freundin. Ja. Und ja, nach 3 Monaten, als wir zusammen waren,
hat sie mir gesagt, als wir so zugange waren im Bett, sag ich mal. Domian? Ja, ich höre dich. Gut, da hat sie mir gesagt, du riechst irgendwie komisch. Mhm. Und da meinte ich, ja, wie meinst du das denn? Mhm. Sie meinte, ja, hast du irgendwie Bock auf Sex oder so, ohne dich mal begribbelt zu haben oder sowas? Und ich so, ja, woher weißt du das denn? Ja, du riechst irgendwie anders als normal. Mhm. Ja, hab ich dir gesagt, du spinnst, das geht doch irgendwo gar nicht. Also das war gar kein übler Geruch, sondern das war ein Geruch, der ihr signalisierte, dass du Bock auf Sex hast. Richtig. Das ist ja schräg. Erzähl mal weiter. Ja, und dann, als wir ein halbes Jahr zusammen waren, ja, lagen wir auch wieder in der Kiste. Ja. Und naja, dann unterhalten hier und da. Und ich so, du riechst irgendwie komisch. Hast du zu ihr gesagt? Richtig, ich dann zu ihr. Ja. Kann es sein, dass du Lust auf Sex hast? Hat sie gesagt, ja, hab ich. Wer weißt du das denn? Ja, du riechst irgendwie abnormal. Also es riecht nicht eklig oder sowas. Wo roch sie denn abnormal? Am ganzen Körper, sag ich mal. Mhm. Also es gibt keine bestimmten Stellen, wo es da rausriecht, sag ich mal, oder so. Mhm. Aber es ist am ganzen Körper. Und was ist das für ein Geruch? Also es ist nicht der normale Schweißgeruch. Also es riecht irgendwie angenehmer und anziehender, sag ich mal. Mhm. So, jetzt habt ihr beide entdeckt, dass ihr immer, wenn ihr scharf aufeinander seid, dass man das eigentlich vorher schon riechen kann. Richtig. Ist ja fast wie im Tierreich, ne? Ja, also ich finde das ganz lustig. Es wird wahrscheinlich sogar so stimmen. Man sagt ja auch, dass man, wenn man irgendwie drauf ist, dass man bestimmte Dinge ausströmt und ausstrahlt und dass man das unter Umständen auch so definitiv dann riechen kann, ne? Mhm. Wie praktisch, ihr braucht ja gar nicht mehr zu sagen, hey, hast du Bock, sondern ihr schnuppert so ein bisschen an euch und alles klar. Das geht, ja. Macht dich oder euch, ich muss dich jetzt fragen, weil wir beide uns unterhalten, dich dann das auch noch besonders scharf, wenn du das dann so riechst von deiner Freundin? Also mittendrin wird schon extremer der Geruch und danach ist am extremsten, wenn dann die ganze Säfte, sag ich mal, rausgeflossen sind, also nicht nur im Intimbereich, sondern auch so, dann ist das echt der Grenzbereich, aber das ist dann schon eine ganz gute Duftnote, sag ich mal. Bezieht sich dann wirklich auf den ganzen Körper, was der Körper so ausdampft, ne? Richtig. An Geruchsstoffen. Mhm. Ja, ist interessant, ne? Ja. Habe ich so in der Form auch noch nicht gehört. Man sagt ja immer, man kriegt das so unbewusst mit, wie jemand riecht und dementsprechend steht man auf einen oder auch nicht. Aber so klar habe ich es noch nicht gehört. Ja, ich habe auch nicht geglaubt, dass es sowas gibt, aber doch gibt es. Na prima. Danke für den Anruf. Darf ich, eine ganz kurze Bitte, darf ich kurz in die betroffene Person grüßen, ganz, ganz kurz. Diese betroffene Person, die so riecht. Richtig, ganz, ganz kurz. Na gut, einmal heute. Sabine, dein Stück hier, ich wollte nur sagen, dass ich dich von ganzem Herzen liebe. Wie, dein Stück? Bist du? Das ist so der Spitzname. So. Du bist das Stück von der Freundin? Ich werde es ab und zu mal genannt. Aha, das ist auch nett. Adrian, alles Gute, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Bea und Bea ist 59 Jahre alt. Guten Morgen. Grüß dich, Domian. Ja, hallo Bea. Domian, ich habe ein seltsames Hobby. Und zwar mache ich für Freunde Parfums. Aha. Das heißt, ich habe also mindestens 50 einzelne Duftnoten, die ich individuell für denjenigen zusammenstelle. Mhm. Dazu muss ich ihn erstens kennen, muss wissen, wie er selber riecht, und muss einiges von seinen Eigenschaften wissen und seine Haut. Na, das klingt ja schon fast ein bisschen mystisch. Nein. Also die Eigenschaften, wenn du die Eigenschaften auch wissen musst. Ja, weil das Parfum muss auch irgendwie zu dem Wesen dieses Menschen passen. Mhm. Aber dann komponierst du das ja quasi. Und wenn hinterher rauskommt, dass er das gar nicht so gerne riecht? Doch. Erstens mal muss man jeden einzelnen Duft an ihm ausprobieren. Mhm. Zum anderen musst du seine Neigungen ein bisschen kennen. Es muss ihm gefallen, es muss er sein oder sie. Mhm. Ne? Mhm. Ich kann also nicht irgendjemand irgendwas aufdrücken, das ist es nicht. Ich muss also den Menschen kennen und das muss zu seinem Wesen passen. Mhm. Ne? Das heißt also, ich könnte also einem von mir aus sanften Mädchen könnte ich zum Beispiel kein Patchouli oder sowas andrehen. Ne? Oder sage ich jetzt einfach mal, das ist ein sehr herber, scharfer Geruch.
sondern da gehören ganz bestimmte andere Dinge zu. Und ich finde es also schlimm zum Beispiel, wenn Frauen oder Männer sich so übertrieben parfümieren. Ne? Ja, aber das riecht nicht schön, das stinkt. Ja, das sagst du so. Aha. Wenn es demjenigen aber gefällt. Ja gut, natürlich kann er ja haben, um Gottes Willen, mir fällt es nur auf. Ja, ne? Ja. Weil ich auf Gerüche sehr achte. Ja, es ist sehr schwierig, so über Gerüche zu urteilen, gerade über Parfümgerüche. Ne? Aha. Das ist ja so subjektiv. Der eine sagt, das finde ich ganz toll, der andere geht laufen. Ja, kann er ja auch. Ja. Nur, man geht ja nicht umsonst beispielsweise, wenn man in die Parfümerie geht, dann geht man nicht umsonst hin, nimmt ein Indikationsstäbchen und riecht an diesem Stäbchen, damit man A, den Geruch des Parfums findet und zum anderen, wenn man es für sich selber nimmt, dann legt man praktisch ein Tröpfchen des Parfums auf die Haut. Ist klar. Und zwar auf die Haut da, wo sie pulsiert. Genau, so machen wir es alle. Richtig. Wie lange bist du denn damit schon beschäftigt? Du bist 59 Jahre alt. Ist das so ein Hobby schon seit längerer Zeit? Ja, das habe ich, das habe ich vor 30 Jahren schon gemacht. Und was für Inkredenzien nimmst du dafür, um diese Parfüms dann zu mischen? Erstens mal reinen Alkohol zum Beispiel. Und zum anderen Originaldüfte. Ich habe zum Beispiel Rosenduft aus Bulgarien. Mhm. Ich habe andere Düfte aus Indien und China und Gott weiß ich woher. Mhm. Und ich habe auch Düfte, die man hier so kaufen kann. Und ich habe auch selbst den Duft aus verschiedenen Blumen isoliert. Ah ja, gut, da kann man natürlich ganz... Wie viel Düfte sind denn in so einem, ich sag mal, in so einem normalen Parfüm, wie viel Substanzen sind da vereint? Das können von mir aus zwischen 5 und 10 einzelne Tröpfchen sein. 5 und 10. Sag ich jetzt mal nur. Ne? Das kann auch mehr oder weniger sein. So, Bea. Das kommt auf die Person an. Kennst beispielsweise, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, also du kennst Chanel Nummer 5, ne? Natürlich, ja. So, siehst du. Jetzt stell dir mal vor, das an verschiedenen Personen, wie unterschiedlich das riecht. Stimmt. Ist wirklich wahr. Jetzt muss ich dich was fragen. Ja? Siehst du ab und zu diese Sendung? Ja, sehr oft sogar. Das heißt, du kennst mich so einigermaßen? Ja. Kannst du mich so ein bisschen einschätzen? Ich hoffe, ja. Nun fände ich ja das Schickste auf der Welt überhaupt, wenn es nicht nur Joop und Lagerfeld gäbe, sondern auch ein Domian-Parfum. Wie würdest du das denn mixen? Pass auf. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Ja. Wenn ich mir den Hirschen so hinter dir angucke... Ja. Den Domian als jungen Jäger vorstelle. Als jungen Jäger? Ja, pass auf, also jetzt nicht im Bezug auf Wald und Wiese und Tiere kaputt machen oder so, sondern als Mann, als jungen Mann, ja. als Mann, ne? Ja. Das in Bezug auf dich und deinen Beruf ist sicher wieder was anderes, als wenn ich mir den Domian im Zusammenhang mit einem liebenden Menschen vorstelle. Ja. Dann sind das zwei ganz verschiedene Dinge. Also ich merke schon, das wird ein ambivalenter Geruch sein. Allerdings. Allerdings. Sag mal, könntest du mal so etwas mischen und mir zuschicken? Pass auf, Domian, jetzt lach mich nicht aus. Ich müsste Folgendes tun, um für dich was richtiges Schönes zu machen. Ja. Ich müsste von dir, jetzt kommen natürlich die bösesten Fantasien, aber es ist ganz einfach, eine Geruchprobe haben. Und zwar machst du Folgendes, pass auf. Ich muss jetzt eine, ich sehe... Jetzt will sie bestimmt eine getragene Unterhose von mir haben. Nein, oder bitte, sowas. Nein, bitte so nicht. Nein, nee, sowas mag ich nicht. Pass auf, ganz einfach. Ja. Und zwar, du weißt doch, dass Künstler sich nach dem Theater mit Vaseline abschminken, ne? Ja. So, dann nimmst du ein ganz klein bisschen Vaseline, weil die geruchlos ist, gibst die hinter die Ohren, lässt das ein paar Minuten einziehen und dann nimmst du bitte ein Tempotaschentuch, drückst das in diese kleine Ohrmulde hinter das Öhrchen. Ja. So, und das tust du dann in ein ganz kleines Gefäß und dann schickst du mir das. Ach, das reicht aus. Das reicht aus. Und dann lässt du mir irgendwas brauen. Und dann mache ich dir was. Wie toll, wie interessant. Dann werde ich das hier in der Sendung vorführen und dann musst du auch mein Urteil dann hinnehmen. Ne? Also vielleicht bin ich ganz begeistert oder... Oder auch nicht. Weiß ich nicht. Und wenn ich ganz begeistert bin, geben wir das an eine große Firma und wir werden schweinereich bleiben. Sollen wir es machen? Was, ne? Aber du wirst lachen. Ich habe für etliche Freunde vor Jahren irgendwelche Parfums gemacht. Ja. Und das habe ich aufgeschrieben und dieses Parfum hat dann auch einen ganz eigenen Namen für denjenigen und das kriegt auch kein anderer. Ja, so muss es dann auch sein. Wir werden dich gleich nochmal anrufen wegen deiner Adresse.
Ja. Und dann schicke ich dir dieses Pulpchen und dann sind wir in Kontakt. Und ich bin ganz ja, gespannt. Aber meine Adresse gibst du bitte nicht weiter. Nein, natürlich nicht. Nein, das ist Ehrensachen, auf keinen Fall. Das ist Fall. Gut. Bea, alles Gute und dann bis in einigen Wochen, würde ich so sagen. Gut, alles klar. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Unser Thema heute Nacht ist Gerüche, heißt Gerüche. Und ich möchte mich mit euch unterhalten über schlimme und schreckliche und ekelhafte Gerüche, die ihr schon wahrgenommen habt. Oder über schöne Gerüche oder auch über geile Gerüche im sexuellen Sinn. Und bevor wir es weiterreden, machen wir eine ganz kleine Pause. Und 40 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema Gerüche. Ich möchte mich mit euch über tolle, ekelhafte oder erotische Gerüche unterhalten. Was findet ihr geruchsmäßig geil oder was auch sehr ekelhaft oder wann habt ihr mal was ganz Ekelhaftes gerochen? Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt bin ich verbunden mit Alfred und Alfred ist 49 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hier ist Alfred. Ja. Weshalb ich mich gemeldet habe, das hängt mit der BSE-Krise zusammen und das ist, ich bin derjenige, der den Mist beseitigen muss. Ich bin einer von diesen Gabelstaplerfahrern, die sie die verendeten Tiere in diese Brennöfen einführen muss. Ja. Und das ist mit ekelhaften Gerüchen auf Dauer verbunden. Mhm. Wie viele Tiere hast du schon da reingefahren? Du, das ist nicht zählbar. Es waren einige hundert in den letzten Tagen und das Ende ist ja nicht abzusehen. Die liegen ja haufenweise bei uns vor der Tür. Das wird ja noch immer schlimmer jetzt demnächst wahrscheinlich. Ja, eben, das ist es. Und du hast diesen Beruf aber auch schon ausgeübt, bevor die BSE-Krise aktuell war. Natürlich. Da war das im Mindermaßen. Mhm. Das hat sich jetzt eben vermehrt, weil unsere Firma diese Aufträge angenommen hat. Ist es denn so, dass du quasi den ganzen Tag damit beschäftigt bist, tote Kühe in diesen Verbrennungsofen hineinzufahren? Genau, so ist es 8 Stunden lang. 8 Stunden lang. Auf wie viele Kühe kommst du da pro Tag, kann man das sagen? Während meiner Schicht, ich denke mal, das könnten so sein, in einer Minute schafft man vielleicht sind mehrere hundert. Mehrere hundert dann, auf jeden Fall. Ja, ich zähle sie nicht, ich mag sie nicht zählen, das sind Kreaturen, aber darum geht es mir nicht. Klar. Es geht mir schon darum, aber uns doch mal, ist eben der Geruch. Der Geruch, klar. Erklär uns doch mal, wie das so funktioniert. Die werden geschlachtet, die kriegen so einen Bolzen, oder wie wird das gemacht? Das kann ich nicht sagen. Die werden angeliefert bei uns. Ach, die werden tot schon angeliefert? Ja. Und, ach so. Und dann ist es meine Aufgabe und die meiner Kollegen nachfolgenden Schichten, diese Tiere eben in diese Öfen reinzupacken. Wie werden die denn tot angeliefert? In Lastwagen? In LKWs werden sie abgekippt. Das ist ekelhaft. Mhm. Wie lange sind die Tiere dann schon tot? Das kann ich nicht genau sagen. Ich weiß wohl, sie kommen ziemlich frisch an. Und ich hoffe, dass ich im Sommer mich da möglichst vor verpissen kann, auf Deutsch gesagt, weil dann die Gerüche noch mehr steigen werden, weil sie liegen ja halb auf dem Platz. Klar, klar. Jetzt in eine Kühle geht's, aber sobald die Klappe aufgeht, da wo es verbrannt ist, dann ist das ein ekelhafter Gestank, so als wenn die Frau Fleisch auf eine Herdplatte kippt und das riecht. Und Lass uns mal so diese einzelnen Arbeitsschritte nacheinander abgehen. Wenn du die Kuh auf den Gabelstapler raufhebst und zu diesem Ofen hinfährst, wie riecht es dann? Da riecht es noch ziemlich normal, weil die Tiere jetzt im Winter nicht so riechen. Wenn jetzt Frühlingstemperaturen sind, dann ist es natürlich eklig, weil die auf dem Transport ja auch dann schon verwesen. Aha, also der schlimmste Geruch ist der, der aus dem Ofen herauskommt. Ja, im Moment ja. Nun könnte man ja ganz profan als Außenstehender sagen, ach, er riecht wie ein lecker Steak oder so. Ja, nee, bestimmt nicht. Das ist ekelhaft, das stinkt und man mag, wenn man nach Hause kommt, nicht mehr essen und man kriegt zu Hause schon Probleme. Warum isst du ein lieber Mann? Das ist auf Deutsch gesagt, das bringt eine Ehekrise mit sich. Es riecht natürlich nicht nach einem lecker Steak, weil die Tiere werden ja mit Fell verbrannt und mit Hörnern. Komplett. Und das ist ja wirklich ein sehr ekelhafter Geruch. Wenn sich jemand den Finger verbrannt, irgendwas riecht daran, das ist noch
geschmeichelt. Wenn du Armer das den ganzen Tag machen musst, hast du da überhaupt Lust, zwischendurch in der Pause mal was zu essen? Nein, dann esse ich nichts. Ich esse jetzt abends nach Hause, wenn ich Frühschicht habe, 14 Uhr zu Hause bin. Mhm. Ich habe keine Lust zum Mittagessen. Ich mag nichts. Mhm. Ich mag nichts und dann kommt das Problem, die Frau, warum isst du nicht? Mhm. Und das meiner Frau wieder mitzuteilen, warum, das mag man halt nicht immer machen. Man mag es einmal sagen, nicht zwei, dreimal. Aber eigentlich muss sie das doch auch verstehen, ne? Dass das sehr an die Substanz geht, was du da machst. Ich denke mir, dass es geht tief in die Ehe rein, ja. Mhm. Ich weiß noch nicht, wie ich da rauskommen muss. Ich habe mehrere, zwei Kinder. Mhm. Eines in der Mach auf Deutsch gesagt und ich muss meine Ehe durchstehen und ich werde es auch. Und es ist problematisch, es reizt einen. Und alles nur, weil irgendwo was versagt hat. Mhm. Lass mich nochmal fragen mit dem Essen. Wenn du so Probleme auch mit dem Essen hast, wann überhaupt isst du was? Lange Zeit, nachdem ich die Arbeit beendet habe, esse ich eine Scheibe Brot. Frühstück geht auch noch. Frühstück ist das Wichtigste für mich. Mhm. Aber gleich nach der Arbeit kann ich es nicht. Ich muss es erst verdauen. Kannst du überhaupt sonntags, also wenn du frei hast, Fleisch essen? Ja, ich bin Jäger. Ach, du bist Jäger auch noch? Mhm. Ja, mhm. Also, ich liebe Tiere, ich mag sie auch. Mhm. Ich esse auch gerne. Kannst aber du auch Rindfleisch? Isst du auch Rindfleisch? Derzeit esse ich kein Rindfleisch, nein. Mhm. Ich kann es nicht mehr sehen. Mhm. Mhm. Ich esse Rehfleisch, ich esse Fisch, ich esse Schweinefleisch und damit hat sich's auch schon. Mhm. Und viel Gemüse. Mhm. Ich glaube, das werden wahrscheinlich deine Kollegen genauso empfinden wie du, ne, die diese Arbeit machen. Ja, weitere, ja. Mhm. Wie viele Jahre insgesamt machst du das jetzt schon? Ich bin jetzt 49 Jahre, mache diese Tätigkeit seit rund 18 Jahren. Seit 18 Jahren schon? Ja. Aber ist es besonders schlimm jetzt seit BSE? Ja, selbstverständlich. Mhm. Vorher war es völlig normal, dass man ewige Tiere verbrannte, die schwer krank gestorben sind oder geschossen worden sind oder was, oder getötet worden sind, die Krankheiten hatten. Aber jetzt die Masse, das sind Berge, das kann man sich nicht vorstellen. Und jetzt, seitdem die G das freigegeben hat, das zum Töten, das ist unabsehbar. 400.000, ne? Genau, 400.000. Und was im Emsland ist, das kann man sich vorstellen bei uns. Wenn die Tiere dann verbrannt wurden, wie sieht das dann aus? Dann bleiben da auch noch Knochen übrig. Was passiert mit dem? Es verbrennt ziemlich. Diese Asche wird normal auf Deponien zwischen abgekippt. Das ist kein Thema. Werden die Knochen, die übrig geblieben sind, nochmal zermahlen? Nein, überhaupt nicht. Die bleiben dann ziemlich so? Fast alles rückstandlos wie Asche. Ach so, das heißt, das ist sehr, sehr heiß, dieser Ofen. Ja, ja, ja. Du bist da. Es bleibt nichts über. Es können keine Krankheiten rüberbleiben. Die sind völlig tot. Es gibt nichts mehr. Du bist dann ja auch konfrontiert mit dieser ungeheuren Hitze des Ofens, ne? Nee, das nicht. Der ist schon tiefer. Und die Tiere fallen ja ein Stück. Die Hitze steigt nach oben. Ach so. Das geht schon, aber die Gerüche, die kommen nach allen Seiten raus. Mhm. Und es wundert mich schon, dass Nachbarn in diesen Firmen, von diesen Firmen her, sich nicht mal beschwert haben und sagen, liebe Firma, nun wird's ein bisschen viel, aber eben, Emsland, Arbeitsplätze im Minimaß, man hält die Schnauze. Jetzt hoffe ich nur wirklich, dass das nicht in deine Familie reingeht. Du hast gerade so eine Andeutung gemacht, dass die Ehe da so sehr drunter leidet. Ja, wenn man ständig nicht isst und merkt und unzufrieden ist. Mhm. Aber kannst du deiner Frau das vielleicht nicht doch noch eingehender begreiflich machen, dass sie das versteht, wie es dir zumute ist? Hast du sie immer auch so richtig erzählt, wie du es mir gerade erzählt hast? Ja, sicherlich. Mhm. Gott sei Dank ist meine Frau mit den Kuh in Bad Neuenahr, also gar nicht weit weg von euch. Wenn es zurückkommt, vielleicht hat sie die Sendung auch mitgekriegt abends, ich weiß es nicht. Mhm. Ich muss mit ihr nochmal ein Gespräch führen. Auch. Unbedingt, ja. Denn das darf ja nicht passieren, dass die Ehe darunter leidet. Ja. Hast du denn keine Chance, innerhalb deiner Firma vielleicht einen anderen Job zu machen, dass du dieses direkt nicht fahren musst? Diesen Job macht keiner gerne. Mhm. Man macht es nur aus Geldesgründen. Wird man denn ordentlich bezahlt dafür? Ja, mich treibt die Armut aus dem Haus und ich werde einigermaßen vernünftig bezahlt. Ja, das ist wohl wahr. Mhm. Aber Geld wiegt ihm das Unangenehme nicht immer auf. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Mit nichts zu vergleichen. Wenn ich könnte, würde ich einen Job wechseln. Mhm. Aber mit knapp 50 Jahren findet man keinen Job im Emsland erst recht nicht. Klar, Die Arbeitslosenquote sehr hoch. Ja. Also ich hoffe, dass du mit deiner Frau richtig reden kannst und dass auf keinen Fall die Ehe gefährdet ist. Nee, hoffe ich auch nicht. Ich möchte mal allen Mitmenschen sagen, dass auch Leute da direkt an der Front stehen, genau wie die armen Bauern, die dieses Elend beseitigen müssen. Mhm. Und ich wünsche dir gutes Durchhaltevermögen. Aber irgendwann, wenn es nun gar nicht mehr geht, dann geht es auch nicht mehr. Ne? Du Mann, ich bedanke mich. Alles Gute, auf Wiederhören. Tschüss. Michaela, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Alles Gute. Ja. Deine Sendung ist wirklich klasse. Kommt nur zu spät. Man kann nicht so oft zuhören oder zugucken. Ist ja richtig ekelhaft, war dieser, wie hieß er jetzt eben gerade? Alfred? Der Alfred, genau. Alfred, oh, da wird einem ja schlecht von. Ja, aber das sind die Leute, die für uns halt auch die Arbeit dann machen, ne?
Ja. Letztendlich, ne? Das ist man hat, also denkt man eigentlich gar nicht immer so dran, aber gar wenn nicht. Man dann jetzt hier sowas, also denkt man nie dran an die Leute, die so eine Drecksarbeit, sage ich jetzt mal, die verrichten müssen. Aber wenn man das jetzt hier hört, da wird einem ja richtig schlecht. Einem ganz anders. Ekelhaft. So. Ja, am liebsten gar nichts mehr essen. Jetzt aber du und das Thema Gerüche. Ja, ich habe jetzt mal wieder ein angenehmes Geruchsthema. Na? Ich wollte dir davon erzählen, dass der Geruch, also der Körpergeruch, der ganz eigene individuelle Körpergeruch von meinem Freund mich total antört. Sag bloß. Ja. Hätte ich nicht gedacht jetzt. Doch. Hat ja Adrian ja, Adrian hieß der. Adrian hat es erzählt. Ja, der hat es auch schon erzählt. Hat ja eben auch schon was erzählt. Welcher denn speziell? Am Hals, ja, unter den Armen, also das, oder an Füßen oder was auch immer. Also der Hals, das wäre jetzt so die Stelle, die ich jetzt als erstes genannt hätte. So an den Ohren hinten entlang. Da riecht der Freund, da riecht, aber auch unter den Achseln so entlang. Also da riecht der Freund gut. Ja. Kann man auch nicht beschreiben, wie er riecht, ne? Kann man nicht. Nee, nicht so richtig lässig. Also nicht in Worte fassen, höchstens irgendwie mit einer Mischung aus süßlich und herb und irgendwie bitter, keine Ahnung, aber man muss es riechen, man kann es nicht beschreiben. Also ich meine, ich rede ja schon gerne und viel, aber da fehlen mir dann eigentlich auch die Worte. Man muss es riechen, schade, dass ihr es nicht zu Gast hier seid, dann hätte ich mal an deinem Freund gerochen, um es zu beurteilen. Ja, untersteh dich. Sag mal, merkst du denn auch, wenn dein Freund drauf ist und scharf ist, riechst du das an ja, ihm? Ja, da habe ich mir jetzt eben, als der Adrian so krass und deutlich davon erzählt, dass ihm das an seiner Freundin so aufgefallen ist und auch umgekehrt, da habe ich mir jetzt auch so gedacht, dass ich da beim nächsten Mal also auf jeden Fall mal drauf achten werde. Das ist mir nämlich so noch nicht jetzt so aufgefallen. Also ich habe schon häufiger so gehört, dass man, wenn man gut drauf ist und Bock auf Sex hat, dass man dann dass die Hormone dann halt... Strömt's aus irgendwie, ja. Ja, achte mal drauf. Jetzt hast du gerade so erzählt, am Hals, unter den Armen und so. Wie ist es denn, magst du deinen Freund auch an den Füßen riechen? Ja, doch, ich persönlich, ihn schon, aber er meinte jetzt so, er könnte diese Fußfetischisten nicht verstehen. Ich weiß nicht, da haben wir auch schon häufiger drüber geredet. Und ich habe ihn jetzt zum Beispiel, wann war das denn? Gestern war das erst, habe ich ihm am Zeh gelutscht und habe ihn gefragt, ob das jetzt denn nicht erotisch für ihn wäre. Hm. Ja doch, aber so im Allgemeinen Füße, ich weiß nicht, wären doch schmutzig und so, keine Ahnung. Also du bist so eine kleine Fußfetischistin. Würde ich jetzt so nicht sagen. Also, aber du hast keine Hemmung davor, sagen wir es so. Nee. Und wenn du ihm am Zeh lutscht, so wie du gerade gesagt hast, muss der Zeh denn vorher gebadet sein oder kann der auch frisch aus dem Schuh kommen? Ja, in dem Fall, also mein Freund duscht jeden Tag und das reicht dann eigentlich schon. Also na gut, wenn er morgens geduscht hat und den ganzen Tag unterwegs war, würdest du dann auch am Zeh lutschen? Kommt drauf an. Also er macht halt einen ziemlich schmutzigen Job, sag ich jetzt mal. Und deshalb muss er natürlich dann, also deshalb reicht es jetzt nicht, wenn er morgens duscht. Ach so. Und deshalb, also wenn er von der Arbeit kommt und dann geduscht hat, also und dann zu mir kommt oder ich zu ihm. Dann machst du alles mit ihm. Dann mach ich alles mit ihm. Was macht er denn für einen Job, dass er so dreckig ist? Ja, Zerspannungsmechaniker, also Walzentrier. Ach so, gut, da muss man natürlich dann abends nochmal richtig sich schrubben. Da muss man eigentlich zweimal duschen hintereinander, damit der ganze Dreck weg ist. Aber ich merke schon, du hast so gar keine Hemmungen vor den Körpergerüchen deines Freundes. Im Gegenteil, du findest es sehr erotisch und auch eine Auszeichnung der Nähe, ne, dass du das so schön findest. Aber er ist da ein bisschen gebremster bei dir. Nee, nicht unbedingt. Kann man so nicht sagen. Na, aber also, was die Füße angeht schon, ne? Also habe ich mich jetzt vielleicht ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Also er hat jetzt keinen, ich sag jetzt mal, keinen Ekel vor meinen Füßen persönlich oder so, dass er jetzt gesagt hat, meine Füße riechen nicht gut oder so. Aber so im Allgemeinen meint er halt eben, dass... die Füße nicht dass so unbedingt. Füße im Allgemeinen ja so das Image haben, so nicht Dreck so gut und zu riechen. Fußboden und und genau. Sowas. Ja, verstehe. Genau, aber ich denke, wenn man die gewaschen hat, dann ist das kein Problem. Na klar, es ist ein hocherotischer Bereich für viele Menschen. Ne? Michaela, jetzt wünsche ich dir, dass du witterst demnächst so mit der Nase, wann dein Freund will und wann er nicht will. Ja, ich achte drauf. Ich habe mir jetzt, als Adrian eben davon gesprochen hat, habe ich gedacht, ich muss unbedingt drauf achten. Jetzt muss ich dich noch fragen, du bist eine aufmerksame Zuhörerin, merke ich schon. Hast du von Anfang an die Sendung mitbekommen? Heute ja. Ja, hast du den Oliver, den ich rausgeschmissen dann habe, hast du den auch mitgekriegt, der auf dieser Nachtstation angeblich gearbeitet hat, wo die Leichen waren?
Ich habe zwar die ganze Sendung jetzt hier gesessen und auf meinem Bett hier, aber ich habe nicht so ganz intensiv jetzt dieses Gespräch. Ich wollte nur deine Einschätzung hören, denn mich hat das irgendwie an Nightwatch, jetzt ist mir der Name auch eingefallen, so ein bisschen erinnert. Na gut. Also dieses Gespräch hatte ich jetzt nicht so ganz mitgekriegt. Ja. Aber da hatte ich jetzt so ein bisschen, nicht gedöst, aber so ein bisschen, ja, wann bin ich denn endlich dran und so gedacht. Michaela, viel Spaß mit deinem Freund. Ja, okay, ich achte demnächst drauf. Ne? Achte und mal drauf. Deine Sendung, mach so weiter und alles Gute noch. Dankeschön. Für die Zukunft. Okay, ne? Tschüss. Das Team, ne? Ju. Tschüss. Tschüss. Jana, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Jana. Hallo. Wie bist du denn geruchsmäßig so drauf? Oder was willst du mir erzählen in Sachen Geruch? Ja, was ich dir erzählen will, ist, ich lerne seit einem Jahr Krankenschwester und ich wollte von den Gerüchen aus dem Krankenhaus erzählen. Ja, erzähl. Also im Krankenhaus gibt es ja verschiedene Gerüche. Also es gibt ja eigentlich dieses Vorurteil, so, Krankenschwester, nur die Scheiße und Urin wegmachen, so oft ganz plump mal gesagt. Mhm. Ist natürlich auch ein Geruch. Der Geruch, den mir gerade, als ich das Thema gesehen habe, eingefallen war, wir haben einen Patienten, der hat leidet an multiple Decubiti, das heißt, Decubitus ist eine Krankheit, das besonders bei alten Patienten vorkommt, die liegen im Bett und liegen auf. Das heißt, die Haut ist dünn, die wird nicht durchblutet, dann wird sie schwarz und geht auf und haben die riesige Wunden, also der Patient, also, den Momentum hat Wunden, die sind so groß, da kann man eine Hand reintun. Man nennt das so offener Rücken auch, ne? Im Volksmund. Also, ja, ich glaube, das ist noch was anderes. Mhm. Das kommt häufig im Alter vor, wenn die zu lange nur auf einer Stelle liegen und sich nicht mehr drehen. Mhm. Also eine ganz große Wunde, du sagst, die ganze Faust passt in den Rücken rein. Nee, in den Rücken nicht mehr, so auf den Popo, so links und rechts, zwei riesengroße Taschen sind, dass die so ausgehöhlt wurden. Ja, das ist ein Geruch, den man eigentlich nicht beschreiben kann. Also ist das ein fauliger Geruch? Auch, ja, es ist so eine Mischung aus faulig, süßlich, so verwest auch. Mhm. Und der Patient benutzt halt auch diesen Geruch, den er wohl schon gar nicht mehr riecht, aber immer so ein Parfum. Und das mischt sich alles zu einem Geruch zusammen. Mhm. Das lässt sich überhaupt nicht beschreiben. Mhm. Und der Patient ist auch noch Stuhlinkontinent. Das heißt, wenn der noch Stuhlgang hatte, dann riecht das in dem Zimmer. Das lässt sich nicht beschreiben. Mhm. Wie lange bist du jetzt schon in dem Job? Also ich lerne jetzt seit einem Jahr. Seit einem Jahr. Als du zum ersten Mal, nehmen wir mal dieses Beispiel, mit diesem Patienten zu tun hattest, hast diesen Geruch wahrgenommen und du musstest ihn dann noch sauber machen, weil er unter sich gemacht hat. Ja. Wie gehst du dann damit um, mit einem solchen geballten Gestank, kann man ja sagen, ohne jetzt jemanden beleidigen zu wollen, das ist ja Gestank. Ja. Hast du das Gefühl, dass du dich übergeben musst? Du hast das ganz lange in der Nase, wird dir schlecht? Also am Anfang, als ich das erste Mal in dieses Zimmer reinkam, wurde mir wirklich schon schlecht. Mhm. Also das war ein Geruch, den ich noch nicht gerochen habe, vor allem weil es mein erster Einsatz auf einer chirurgischen Station war und vorher auf den Anstationen gab es sowas nicht. Mhm. Also mir wurde schon schlecht. Da habe ich mir dann so einen Euchiment heißt, das ist so eine Mentholsalbe eigentlich gegen Husten und Schnupfen und so, die habe ich mir unter die Nase getan, weil der Geruch ansonsten wirklich nicht zu ertragen war. Da hat man nur diesen Mentholgeruch gehabt und dann ging es. Hilft das denn oder mischt sich der Mentholgeruch dann noch mit dem ganzen Gestank? Am Anfang mischt sich das schon, aber man mit der Zeit riecht man wirklich, da das sehr beißend ist in der Nase, riecht man nur noch dieses Menthol. Mhm. Und mit der Zeit habe ich mich auch an diesen Geruch gewöhnt. Mhm. Aber es sind halt im Krankenhaus gibt es tausend Gerüche, die normale Menschen normale Menschen, aber die diesen Beruf nicht machen und viele auch gar nicht machen wollen. Mhm. Lass mich nochmal fragen zu den offenen Stellen am Rücken oder an der Seite. Ist es wirklich so, dass der Mensch oder dass der Patient, von dem du sprichst, dass der quasi am lebendigen Leib an den Stellen verfault? Ja, es heißt Nekrosen, also das heißt, die Haut stirbt ab. Der Patient ist querschnittsgelähmt, das heißt, er kann Kopf und Arme noch bewegen, weigert sich aber auch, sich helfen zu lassen. Er möchte es alleine machen und liegt dann halt manchmal tagelang bei sich zu Hause auf dem Rücken und merkt nicht, wenn ihm irgendetwas wehtut, es geschweige denn aufgeht. Es ist aber bei Patienten, die sind meistens bei Bewusstsein, die das haben. Bloß nachher ist der Schmerz so groß, dass sie ihn gar nicht mehr, die spüren das gar nicht, die tut das nicht mal mehr weh. Kann man da überhaupt irgendetwas gegen machen oder ist es das Endurteil schon, wenn sowas passiert ist? Nein, das dauert manchmal ein halbes Jahr, bis solche Wunden heilen. Mhm. Aber es gibt da ganz gute Sachen. Also erstens werden die Nekrosen abgetragen, deswegen haben die auch so riesige Löcher, weil die dann vom Chirurgen aufgeschabt werden und die heilen dann. Also wenn man die natürlich lagert, dass sie nicht auf diesen Stellen liegen und die kriegen dann so Pflaster, die nennen sich Comfy, die saugen das Wundsekret auf. Mhm. Und bei dem ist morgens auch das ganze Bett voll Blut und voll Eiter und so durchtränkt. Ich habe das hier in der Sendung ja schon auch einige Mal, glaube ich, erzählt, dass ich meinen
einen Teil meines Zivildienstes auch im Krankenhaus gemacht habe. Mhm. Und ich werde nie vergessen, meinen ersten Einsatz, da war ich in einem, ich glaube, das habe ich ja auch schon mal erzählt, ich weiß es nicht genau, oder irgendeinem Freund, da sollte ich einen Patienten fertig machen, einen sehr alten Mann, der sehr schwer krank war, der aber noch aufstehen konnte. Ja. Und er stand so auf, ich wollte das Bett machen, und er stützt sich so am Bett ab und er hatte keine Schlafanzughose an, sondern einfach nur so ein Läppchen umgebunden, das so bis an die Knie ging. Also er war drunter ganz nackt. Ja. Und er stützte sich so am Bett ab und genau in dem Moment wuscht wirklich ein Riesenschwapp Kot auf den Boden. Aber ein Riesenschwamm. Ja. Ja, ich weiß, das passiert häufiger. Es war meine erste Konfrontation damit. Und dann musste ich halt diesen ganz weit auseinander zerflossenen Kot aufwischen, den Patienten sauber machen. Ich meine, das muss ich dir gar nicht alles erzählen. Da war mir hinterher so schlecht und so übel, dass ich dachte, ich kann's nicht. Nee, das sagen auch viele Menschen. Also als ich meinen ersten Einsatz auf Station hatte, natürlich, ich wusste, was auf mich zukommt. Ich wusste, was ich für einen Beruf machen will. Man kommt in dem Beruf jeden Tag mit Stuhlgang und Urin in Konfrontation und für mich ist das überhaupt nichts Besonderes mehr. Mhm. Also es gibt auch verschiedene Gerüche. Bei alten Menschen riecht es wieder anders als bei Jüngeren. Es gibt Diabetiker, die haben so einen Acetonengeruch, das riecht man. Und dann mischt sich natürlich das Infektionszeug da noch mit rein. Genau, ganz genau, ja. Es sind so viele Gerüche im Krankenhaus, die ich auch im Privaten so dann mal riecht. Es vermischt sich dann auch. Wir haben zum Beispiel eine Pflegecreme und so eine Bodylotion, womit wir morgens, wenn wir die Patienten waschen, eincremen. Und diese Creme, die kann man auch bei Aldi kaufen. Und diese Creme hat mein Freund, und wenn er sich dann ab und zu damit eincremt, dann denke ich schon immer so, boah, das erinnert mich dann wirklich, wenn ich morgens um 6 im Krankenhaus stehe und dann die Patienten wasche. Das ist manchmal... Ja. Weiß nicht, finde ich dann auch nicht mehr schön, obwohl ich da wirklich überhaupt keine Probleme habe. Ja. Ich weiß noch, dass ich im Krankenhaus nie wusste, wie ich atmen sollte. Sollte ich nur durch die Nase atmen, dann roch ich das alles. Ja. Und wenn ich durch den Mund atmete, dachte ich immer, ich komme da direkt mit in Kontakt durch die Zunge mit dem Gestank. Ist natürlich irrational, aber ich habe dann gedacht, ich schmecke es fast dann auch. Nee, also so ging mir das eigentlich nie. Ich habe auch nie Probleme gehabt. Ich denke mal, wenn man einen Beruf macht, muss man eigentlich wissen, was auf einen zukommt. Also bei uns im Kurs war das auch so jetzt, dass wir mit 21 angefangen haben, nur noch 15 sind, weil viele einfach gesagt haben, nee, ich kann es nicht. Mhm. Aber ich glaube auch, es ist eine Gewöhnung. Es ging hinterher dann viel besser. Also das war beim ersten Mal war das so ein Schock und hinterher hat man das dann auch als Routine gemacht. Ne? Ja. Und man kann es dann auch sehr schnell handeln, damit man gar nicht so lange dem ausgesetzt ist und dann ist es auch wieder gut. Ne? Also ich erinnere mich auch gerade, du hast gerade erzählt mit diesem... Das habe ich nicht mitgekriegt, ich habe es letztens gerade mitgekriegt mit dem, der angerufen hatte wegen den Leichen. Also es ist jetzt auch, dass ich schon mehrere Leichen gesehen habe, die, wenn sie sterben, auch mindestens 2 Stunden auf Station noch gelagert werden müssen, damit, falls sie noch mal aufwachen sollten oder irgendwas, damit auf jeden Fall sicher ist, dass sie tot sind. Die riechen mit der Zeit ja auch, die werden... sind meiner Meinung nach relativ schnell kalt und fangen dann auch zu riechen. Schon in den 2 Stunden, während sie noch auf der Station liegen? So am Anfang nicht, da merkt man das nicht. Da denkt man nur eigentlich, es schläft da. Aber so, wenn man dann nach 2 Stunden in das Zimmer reinkommt, finde ich, merkt man das schon. Also ich kann das jetzt auch nicht beschreiben, aber es ist halt ein toter Geruch. Das ist, ja. Aber du hast das für dich jetzt schon so akzeptiert, das gehört halt zu meinem Beruf dazu. Natürlich. Und das ist halt so, da muss man halt mit leben. Ja, natürlich. Ja. Also ich finde das auch nichts Unmenschliches, weil viele Menschen können sich einfach nicht mehr selber helfen. Und ein dankbares Lächeln, das will man eigentlich nicht mehr. Klar, natürlich. Aber wie? Und deswegen, es gibt auch Menschen, die können das überhaupt nicht riechen, aber ich finde, man gewöhnt sich dran. Und man kann auch viel gegen sich selbst angehen und dann ist es hinterher auch gut, ne? Ja, also mir macht das überhaupt nichts mehr. Jana, alles Gute in deinem Beruf. Ist ein wichtiger, sehr, sehr wichtiger Beruf und... Auch an dieser Stelle nochmal, ich sag's ja gerne oft und sag's jetzt auch nochmal, hohen Respekt vor allen Leuten, die in den Krankenhäusern und in Pflegeheimen arbeiten. Alles Gute. Danke schön. Darf ich dir kurz noch was sagen? Ja. Ich soll mich von meinem Freund grüßen. Der hat vor fast genau einem Jahr angerufen. Aha. Und zwar mein Freund, der hat bei dir angerufen aus dem Grund, weil er mich besucht hatte. Wir hatten uns über das Internet kennengelernt und er hatte so eine Angst, dass wir uns nicht wiedersehen und was daraus wird. Ich wollte nur sagen, ich bin jetzt... nach ungefähr einem Monat nach dem Gespräch zu ihm gezogen. Ehrlich? Das ist heute. Na toll, also alles wunderbar. Gut. Gut, Jana, bis dann mal. Tschüss. Tschüss. Jetzt kommt jemand.
Der hat indirekt auch was mit Geruch zu tun. Das ist ein alter Bekannter von mir. Der ist erst 14 Jahre alt und heißt Matthias. Hallo Matthias. Hallo. Hallo. Matthias, jetzt werden sich natürlich nicht alle Leute nicht erinnern. Ich muss das mal sagen, du warst zweimal bei mir schon in der Sendung. Dreimal. Du hast mir erzählt vor einiger Zeit, dass du mit deinen 14 Jahren Kettenraucher bist und die Wohnung voll stinkst, um mal den Bogen zu unserem Thema zu spannen. Und hast mir damals auch erzählt, wie viele Schachteln Zigaretten rauchst du am Tag? Hast du geraucht? Das waren ungefähr zwei Stück. Ja, volle zwei Schachteln. Zwei Schachteln Zigaretten im Alter von 14 Jahren. Und das ging seit deinem wievielten Lebensjahr schon so? Ja, 9 Jahren ungefähr. Seit deinem 9. Lebensjahr. Und dann haben wir beide ja versucht, ein paar Mal einen Deal zu machen. Und das ist immer in die Hose gegangen. Ich habe dir gesagt, wir telefonieren nochmal in 2 oder 3 Wochen. Und wenn du es dann geschafft hast, wegzukommen von dem Rauchen, kriegst du ein Geschenk von mir. Das hat jetzt zweimal nicht geklappt, ne? Aber wie sieht's jetzt aus? Tja. Ich hab's geschafft. Matthias, seit 4 Wochen jetzt, ne, oder? Ungefähr, ja. 4 Wochen? Ja, doch, ja. Bist du absolut trocken? Der Begriff passt nicht so genau, aber bist du? Clean, ehrlich gesagt. Du rauchst keine einzige Zigarette mehr? Nein, keine einzige. Seit 4 Wochen. Seit knapp 4 Wochen. Ich höre schon einen Husten. Ja, ich bin erkältet. Ja, wie ist es? Nun wissen alle Raucher, wie schwer es ist. Und ich glaube, wenn man so jung ist, ist es noch besonders schwer. Und wenn man schon so sehr daran gewöhnt ist. Wie ist es dir denn ergangen in den letzten Wochen? Ziemlich schlecht. Mhm. Weil, ja, einen Schmacht habe ich irgendwie besiegt mit viel Wasser und Obst. Was habe ich nicht verstanden? Nochmal. Ja, also den Schmacht, ne? Also die Sucht habe ich mit Wasser und Obst, habe ich die quasi bekämpft. Den Hunger danach. Den Drang danach. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Und gelingt das? Ja, das hat sehr gut funktioniert eigentlich. Mhm. Und hast du auch Bock auf Süßes oder so? Hast du es damit versucht auch irgendwie? Ja, also ich bin ein absoluter Fan von weißer Schokolade. Ich mag diese braune Schokolade mag ich nicht so und Zartbitter auch nicht so, aber weiße Schokolade. Ja. Oh, habe ich auch ganz schön viel von gefressen, ehrlich. Total. Bist du denn jetzt, ich meine, das ist ja schon eine gute Leistung, die Wochen jetzt. Ich glaube, so lange hast du es noch nie ausgehalten, ne? Mm-mm. Bist du jetzt guter Dinge und optimistisch, dass du es durchhältst? Auf jeden Fall. Nun habe ich dir groß ein Geschenk versprochen, ne? Ja, das habe ich auch auf Kassette aufgenommen. Ja, ich stehe in meinem Wort. Und eigentlich wollte ich dir zuerst das neue Domian-Buch schenken. Ja, das habe ich vor mir liegen. Das hast du schon, ne? Hast du mir erzählt. Das hast du zu Weihnachten bekommen, ne? Ja. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Ja, sehr. 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 Sagt dir der Name Rüdiger Hoffmann was? Ja. Magst du den? Sehr. Sehr. Mhm. Der hat, soweit ich informiert bin, eine neue CD rausgebracht. Die heißt Ich komme. Könnte ich dir damit eine große Freude machen? Ja, damit kannst du mir eine sehr gute Freude machen. Und ich würde mal sagen, ich lege da noch eine Tafel weiße Schokolade drauf. Boah. Und ich glaube, dann werden wir quitt, was? Ja, damit sind wir quitt. Mensch, Matthias, hoffentlich hältst du das noch länger und ganz lange aus. Ja, das hoffe ich auch. Wir haben ja so lange darüber gesprochen damals, dass es einfach beschissen ist, in deinem Alter so viel zu rauchen, ne? Ja, ehrlich, also ich meine auch mit 14, also das ist eigentlich das Dümmste, was man machen kann. Mhm. Neben den ganzen Drogengesachen und so. Genau. So, jetzt haben wir, ich hoffe, meine Redaktion hat deine Anschrift. Ja. Das ist schon geregelt. Und dann kriegst du in den nächsten 2 Wochen, sagen wir mal, bis dahin wird es über die Bühne sein, die CD von Rüdiger Hoffmann und eine Tafel weiße Schokolade. Und melde dich mal irgendwann nochmal wieder bei mir. Das mache ich auf jeden Fall. Ja? Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich komme morgen ins Heim. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Nee, weiß nicht. In ein Heim kommst du? Ja. Ja, zu Hause laufen so Sachen, so von wegen so Konflikte. Mhm. Und das schon seit längerer Zeit. Und ja, letztens kam dann quasi die Bombe. Und ja. Mhm. Dann würde ich mal Folgendes vorschlagen. Du schreibst mir mal persönlich. Und auf jeden Fall. Schreibst du mir mal. Da brauche ich aber noch irgendwie deine Adresse. Ja,
Wir rufen dich gleich nochmal an. Kriegst du die Adresse. Okay. Ne? Und dann kannst du mir mal alles aufschreiben, was so passiert ist. Okay, das mache ich. Und dann hab ich was zu tun. Halt auf jeden Fall durch. Das mache ich. Und guten Start dann für die Zeit im Heim. Danke. Und denk an uns, nimm das Domian-Buch mit und hör ganz viel Rüdiger Hoffmann. Das mache ich. Okay. Alles Gute. Tschüss, mein Lieber. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Leo Scholten und ganz kurz noch etwas ganz Privates. Heute Nacht, jetzt seit zwei Stunden, hat meine alte Freundin Hella von Sinnen Geburtstag. Von dieser Stelle aus alles Gute, viel Glück, viel Erfolg, viel Gesundheit, viel Liebe. Wir hören uns und sehen uns morgen Nacht wieder. Alles Gute bis dahin. Bye, bye und ciao.